Hofheimerinnen und Hofheimer, liebe Freunde im Internet, herzlich willkommen zum heutigen Freitagsblick. Und ich bin hier mitten in der Bücherei und ja, sie hat eröffnet. Seit Mittwoch, 1.6., 13 Uhr sind die Türen und Toren offen und der Zuspruch ist gigantisch. Und jeder freut sich, ob groß oder klein, auch wieder Bücher auszuleihen, auch zu schmökern oder vielleicht auch im Lesegarten einfach mal sich kurz eine Auszeit zu gönnen bei einer guten Zeitschrift, Zeitung oder auch beim Buch. Ja, und ich denke mal, wir werden über das nächste halbe Jahr ganz viele Attraktionen oder auch Aktionen in der Bücherei machen. Und ihr müsst es auf jeden Fall kennenlernen und ich lade euch alle dazu herzlich ein. Jetzt bin ich hier an der längsten Theke in Hofheim und die ist nämlich jetzt in der Bücherei. Aber diese Theke, die dient dazu, dass man sich Zeitschriften hier aus dem Zeitschriftenordner holt und einfach hier lesen kann. Oder vielleicht auch seinen Laptop mitbringt und Arbeit und Lesevergnügen verbindet. Und ja, macht euch wirklich mal einen Eindruck und entdeckt unsere neue Bücherei. Sie ist wirklich wunderbar geworden. Eine Sache jetzt, vom Lesen zum Sport. In dieser Woche hat unser Sportentwicklungsplan gestartet mit einer Umfrage. Und da kann jeder dran teilnehmen. Und sagt uns, wie ihr euch den Sport, Vereinssport, auch den Individualsport in der Zukunft in unserer Stadt aussehen soll. Ja, und neben dem Welches-Tag am kommenden Dienstag, den wir wieder feiern am Untertor, will ich euch auch noch aufmerksam machen auf eine weitere, endlich wieder stattfindende Veranstaltung. Der älteste Volkslauf in Hofheim, der Wallauer Mittsommerlauf, der ist am kommenden Freitag, 10. Juni. Anmeldungen sind noch möglich. Mehr als 1000 Anmeldungen gibt es bereits. Und ich auch bin auch dabei, weil ich versuche mal die 3 Kilometer zu laufen. Ich wünsche dem Organisationsteam mit Mario Kleber und Dr. Alexander Seitz alles Gute für den Lauf und auch hier einen vollen Erfolg. In dieser Woche gab es auch noch einen Ausbildungstag. Was heißt das? Die Kreishandwerkerkammer hat eingeladen, Schülern, Schülerinnen einmal einen Einblick zu gewähren bei Handwerksberufen. Und ich selbst war der Einladung gefolgt von den Rotariern. Die haben nämlich an der Baustelle im Langewann durch die Firmengruppe Weiß und durch Landsbau einmal gezeigt, welche Berufsgruppen und Berufsarten es auf einer Baustelle gibt. Es war sehr spannend und ich denke auch für die Schüler der Rosenbergschule war es auch ein wunderbarer Einblick. Ja, wenn ich bei Sport und Vereinen bin, in der vergangenen Woche gab es auch die Stadtverordnetenversammlung und eine wichtige Entscheidung war, es gibt jetzt Vereinszuschüsse für die Nutzung der Stadthalle. Bis zu 10-mal im Jahr, zum Beispiel wenn ein Verein ein Jubiläum feiert und das ist eine gute Geschichte. Und da danke ich auch recht herzlich Erhard Blatt von der KG 1900, aber auch von Rebecca Kerstenberger. Warum? Weil die haben mich vor einiger Zeit darauf angesprochen. Es ist doch schade, dass ein Verein, der eine Großveranstaltung hat, eine Europameisterschaft oder auch ein Senioren-Fastnachtssitzung und er dafür genauso viel Miete bezahlen muss wie ein Gewerbetreibender. Und da müssen wir die Vereine unterstützen und das haben wir damit getan und da danke ich recht herzlich. Zum 1.6. gab es auch noch eine Neuerung. Im Bürgerbüro sind sämtliche Restriktionen und Beschränkungen durch die Corona-Zeit weggefallen. Wir haben wieder ganz normale Öffnungszeiten ohne vorherige Terminvereinbarung und am kommenden Woche wird es wahrscheinlich so sein wie in der vergangenen Woche. Ihr kommt vorbei, ihr meldet euch und ihr kriegt geholfen. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende.